Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier jetzt bei der Gerberschanze Lindau und möchte die Fragen beantworten zum Tod und zum Leben. Wir sind eigentlich mehr mit dem Leben beschäftigt. Insbesondere wenn man jünger ist, wenn man älter wird, da kommen schon mal die Gedanken auf, was passiert mit mir, wenn ich jetzt sterbe, die Gedanken, ich möchte einen friedlichen Tod, am liebsten möchte man vielleicht gar nicht sterben, man möchte unsterblich sein. Tja. Der Malfurt, da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit der Aussage Tod oder Leben, das Buch Unfug des Lebens und des Sterbens. Das beinhaltet schon die Überschrift, beinhaltet ganz viel. Unfug. Das Leben beinhaltet mehr als das, was wir normalerweise als Leben betrachten. Und wenn wir das verstehen, was das Leben ist, was das wirkliche Leben ist, dann haben wir auch kein Problem mehr mit dem Tod. Weil der Tod, den gibt es nicht für uns. Es ist nur, was stirbt, sind die Formen. Das, was geboren wird, das stirbt auch wieder. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja klar, wir sind ja auch geboren. Und dann sterben wir ja auch. Und genau genommen ist es nur der Körper, der stirbt. Und wenn wir uns mit dem Körper identifizieren, dann machen wir so vom geistigen, vom Gefühlsleben her all die Schwankungen mit, die der Körper erfährt, die Auf und Abs. Das lässt sich nicht leugnen, dass der Körper Veränderungen unterliegt. Es beginnt ja schon bei der Zeugung, nicht? Mit dem Wachstum zum Baby in der Jugend mit 21, 22. Und dann fängt es ja auch schon wieder an, so, dass die Zellen, die sich aufgebaut haben, wieder verbraucht werden, dass sie altern. Und so kann man schon sagen, wenn man nur die Seite betrachtet, die sich verändert, die Form, und jede Form, ist egal, jetzt Körper oder hier die Bank oder das Wasser, die Bäume, die Häuser, alles, was wir wahrnehmen und was wir erkennen, was wir erfahren, hat alles einen Anfang und ein Ende. Und so kann man schon sagen, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Und so hat der Körper seine Geburt und seinen Tod. Er ist aus all diesen Mineraldingen entstanden und wird wieder zu all diesen Mineraldingen. Und solange wir immer mit dem Finger auf uns zeigen, ja, hier ist doch der Körper, das bin ich, und da ist nichts anderes, oder beziehungsweise mir geht es nur um den Körper, dann ist damit auch eine große Angst verbunden, weil diese Veränderung vom Körper, das kann einen schon Angst machen, gerade wenn man älter wird oder wenn auch Krankheiten da sind, die können ja auch in der Jugend schon da sein. Wenn man jung ist, so Kind, Jugendlicher, bis 50, denke ich mal, denkt man überhaupt nicht ans Sterben. Aber man spürt schon, auch in früheren Jahren mit 20, 30, fängt man ja schon an, so auf den Körper zu gucken. So, oh, jetzt habe ich hier eine Falte, dann habe ich da eine Falte. Oh, ich werde älter, es werden immer mehr Falten. Und dann versucht man mit allen Möglichkeiten, diesen Alterungsprozess, der ganz normal ist, ganz natürlich ist,
irgendwie zu unterbrechen oder zu verschieben. Ich meine, wenn man das über Ernährung macht oder so mit natürlichen Mitteln, so finde ich das ganz normal. Und das kann man ja auch schon in früheren Jahren machen, dass man sich gesund ernährt. Und Ernährung umfasst also auch das, was wir denken, das, was wir fühlen. Und auf der Ebene schauen, so, dass wir im Einklang mit der Natur leben, dass wir natürlich leben. Und dann ist dieser biologische Alterungsprozess nicht so schnell, wie wenn wir uns mit Giften vollstopfen. Manche Dinge haben einen großen Einfluss, wie zum Beispiel Ernährung. Das hat man immer noch die Wahl, obwohl das ja auch immer begrenzter wird durch die ganzen Umweltgifte, Luft, Wasser. Aber dennoch kann man da sehen, dass man den Alterungsprozess nicht unnötig beschleunigt, indem wir Sachen zu uns nehmen, die uns nicht gut tun. Aber das heißt also, aber trotzdem, irgendwann kommt der Punkt, wo der Körper nicht mehr funktionsfähig ist, wo er seine Aufgaben erfüllt hat, und dann stirbt er. Im Grunde genommen, wenn man sich da ein bisschen mit vertraut macht, dann weiß man auch, das ist kein Sterben. Man legt einfach nur einen alten Mantel ab, den verbrauchten Körper, der seine Dienste getan hat, und zieht einen neuen Mantel an. Das heißt, wir werden wiedergeboren, nicht? Auch von der Seite schon kann man sehen, dass wir gar nicht weg sind mit dem Tod. Es gibt immer noch feinstoffliche Körper, die weiter existieren, die wir zwar nicht sehen können jetzt so. Wenn man sehr feinfühlig ist, dann kann man die spüren. Und die bleiben so. Und auch diese ganzen Informationen, all die Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben, die sind in diesen feinstofflichen Körpern abgespeichert. Und wir kommen mit den Informationen, mit dem Bewusstsein, dass wir dann verlassen haben, eigentlich verlassen haben wir es nicht, aber den Eindruck haben wir, wenn wir sterben, wir kommen dann mit dem Bewusstsein wieder zur Erde, mit dem wir gestorben sind. Wir setzen das Leben da weiter fort, wo wir aufgehört haben. Und von daher kann man auch schon ganz vertrauensvoll sein und keine Angst haben vor dem Tod, weil das Leben geht ja weiter. Ich denke immer so an die großen Musiker, so Beethoven zum Beispiel, wie der schon in jungen Jahren, glaube ich mit 4, 5 Jahren, schon ganz tolle Musikstücke aus sich hervorgebracht hat. Und das kann man eigentlich, wenn man das so sieht mit der Wiedergeburt, dass all die Talente und all das, was wir jetzt gelernt haben, nicht umsonst sind, nicht, das hört nicht auf, wenn wir sterben, sondern wir bringen all diese Fähigkeiten und all diese Möglichkeiten im neuen Leben wieder mit ins Leben und setzen unsere Tätigkeit dort fort, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir entwickeln uns weiter. Die Entwicklung geht so lange weiter, bis wir erkannt haben, wer wir sind. Und wir haben erkannt, wer wir sind, wenn wir das selbst realisiert haben, wenn wir das reine Bewusstsein erfahren, erleben und stabilisiert haben. Wenn wir einfach wissen, wer wir sind. Und wir sind nicht der Körper. Auch mit dieser Erkenntnis auch, wenn wir also immer schön transzendieren, das heißt, die relativen Formen alle überschreiten, transzendieren, dann kommen wir in diesen unendlichen Raum, dieses unendliche Bewusstsein, und da erkennen wir auch, dass wir nicht der Körper sind, weil der Körper ist da weggefallen, die Form ist nicht mehr da, und trotzdem gibt es uns da noch. Es ist nicht, dass wir uns aufgelöst haben. Der Körper, die Form hat sich aufgelöst, aber wir, das, was wir sind dieses Selbst, das reine Bewusstsein. Und das hat sich ja nicht aufgelöst, indem wir jetzt die Form hinter uns gelassen haben. Und mit dem Eintauchen in die Transzendenz und dem Wissen, was wir dadurch bekommen, dass wir unsterblich sind, dass wir unbegrenzt sind, dass wir ewig sind und immer schon waren, nur wir haben es vergessen. Und wo wir jetzt das Wissen wieder bekommen, dass wir das sind, hört jegliche Angst vor dem Tod auf. Weil erst dann, wenn wir diese Erfahrung machen von der Transzendenz, von uns selbst, erkennen wir ja, dass wir nicht sterblich sind.
Das andere so mit der Wiedergeburt, so nicht, wenn wir Wünsche haben, wenn wir noch Aufgaben zu erledigen haben hier auf der Erde. Zum Beispiel, wir sind verheiratet und möchten unsere Frau nie verlassen und immer sein. Das ist ein Band, das ist dann nicht, löst sich mit dem Tod nicht auf. Und da kann man durchaus mit seiner Partnerin wieder zusammenkommen. Oder auch als vielleicht als Kind von der Partnerin. Es ist oftmals auch eine zeitliche Verschiebung. Der eine kommt dann, der andere dann. Oder man kommt so als Kind oder Enkelkind oder so. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten und viele Erklärungen so oder auch Ausführungen darüber von Leuten, die das auch sich daran erinnert haben, dass sie schon mal da waren und sich wieder daran erinnern an seinen Partner oder auch an die Umgebung. So manchmal wird man gleich im Platz wiedergeboren, dass man sich daran erinnern kann. Dann. Aber das Entscheidende jetzt hier von dem Video sollte eigentlich nur sein, wir sollen, brauchen keine Angst haben, weil es den Tod nicht gibt. Also Tod in dem Sinne, dass wir verschwinden mit dem Tod. Nein, wir verschwinden nicht mit dem Tod. Wir sind ewig und ewig ist immer ewig, auch wenn wir nicht jetzt Erleuchtung bekommen in diesem Leben oder erwacht werden in diesem Leben. Ist das, was ich am Anfang sagte, nicht? Das gibt feinstoffliche Körper, die nicht sterben und die werden immer wieder neu geboren, nicht? Bis wir erkannt haben, dass wir das reine Bewusstsein sind und dass wir uns erhoben haben, denn über die Naturgesetze. Das heißt, wir sind die Naturgesetze, die wirken immer so im Relativen auf die Formen, die einen Anfang und Ende haben. Und das sind die Naturgesetze, die da einfach fungieren. Nicht zum Beispiel, ich habe Hunger, es ist ein Naturgesetz, ich habe Hunger. Dann gehe ich los, das Gehen, das sind Naturgesetze. Dann fülle ich mir meinen Magen und dann habe ich so eine Zufriedenheit. Das sind alles Naturgesetze, die das bewirken. Das heißt, das ganze relative Leben existiert und wird aufrechterhalten durch die Naturgesetze. Und darauf beruht der Körper, die Funktion des Körpers oder das ganze Universum. Nicht? Alle Formen werden regiert, entstehen und werden aufrechterhalten und lösen sich wieder auf durch die Naturgesetze. Nicht? Und wenn wir im Einklang mit den Naturgesetzen leben, haben wir ein wunderbares Leben, ein wunderbares relatives Leben. Und wir können das eigentlich nur haben, wirklich perfekt, wenn wir uns mit uns selbst verbinden. Wenn wir uns wieder an uns erinnern, wer wir sind. Und dann ist unser Leben auf der Grundlage des reinen Bewusstseins oder auf der Grundlage der reinen Intelligenz strukturiert oder basiert denn darauf. Und dann haben wir ein wunderbares Leben, weil die Naturgesetze sind beheimatet in diesem transzendentalen Bewusstsein. Wir nennen das auch das einheitliche Feld. Nicht das einheitliche, überall ist dieses einheitliche Feld. Und wenn wir verbunden sind mit diesem einheitlichen Feld, dann haben wir auch diese volle Unterstützung der Naturgesetze. Und unser ganzes Tun, nicht? Unsere ganzen Handlungen, nicht? Unsere Individualität wird dann voll und ganz unterstützt von diesen Naturgesetzen. Und diese Angst, die wir jetzt noch haben mögen, weil wir noch nicht ganz unser Selbst realisiert haben oder vielleicht auf dem Weg sind jetzt, jeder ist auf dem Weg, nicht? Der eine macht schneller, indem er sich da bewusst darauf ausrichtet, so auf die Erleuchtung, auf das Erwachen. Oder der andere, der einfach ganz verstrickt ist im Leben, das macht die Evolution. Dann werden wir also immer mit uns selbst so stark konfrontiert, so durch auch Leiden, nicht? Schwierigkeiten im Leben, Probleme. Oder dadurch werden wir wachgerüttelt. Und es dauert halt eben sehr, sehr lange, nicht viele Tausende von Inkarnationen brauchen wir dann, bis wir auf diesem Weg erkannt haben, dass wir das Selbst sind. Schneller geht es, also wenn wir direkt eintauchen in die Transzendenz, erkennen, dass wir das Selbst sind, das Selbst realisieren und dass es selbst gelebt wird dann im täglichen Leben. Und dann leben wir auch. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Das ist, was ich anfangs sagte von Malford, Unfug des Lebens und des Sterbens. Das ist richtig. Denn wenn man erkennt, dass wir das Selbst sind und das Leben auf der Grundlage vom Selbst gelebt wird, dann ist das wirklich diese Betrachtung Unfug des Lebens und des Sterbens
Richtig. Und das können wir erst eigentlich sagen, wenn wir das transzendentale Bewusstsein stabilisiert haben und erkannt haben, wer wir sind. Also macht euch keine Sorgen, leichter gesagt als getan, über den Tod. Jeder stirbt, jeder Körper stirbt, jede Form stirbt und wir werden wieder neu geboren, nicht? Und das ist im ganzen Universum so. Auch selbst das Universum, wenn das irgendwann sich auflöst, es kommt wieder in der gleichen Form, weil die Erinnerung über das Universum ist auch im transzendentalen Bewusstsein gestort. Das heißt, in der Memory, da gibt es eine Memory. Und auch mit dieser Memory, mit dieser Erinnerung können wir direkt in Kontakt kommen und wissen, warum wir so sind, können unser Leben überschauen, können das ganze Universum durchschauen und wissen, warum das alles so ist, weil diese Erinnerung vom gesamten Universum ist in diesem transzendentalen Bewusstsein, in diesem Einheitsbewusstsein, in dem Heim allen Wissens verborgen oder aufbewahrt. Und deshalb das eigentliche Studium ist in unserem Bewusstsein, wenn wir also unser Bewusstsein dafür öffnen, für dieses Heim allen Wissens, dann ist sowieso die Angst völlig weg, so nicht? Weil dann ist Wissen nicht. Diese Angst haben und auch immer in den Problemen zu sein, in Schwierigkeiten zu sein in dem Leben, das liegt einfach nur daran, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Und wenn wir erkannt haben, wer wir sind, dann erkennen wir uns auch in unserem Feind wieder. Aber genau genommen gibt es den Feind denn ja nicht mehr, weil wir wissen, dass der Feind, den wir jetzt vielleicht als Feind betrachten, dass wir das selbst sind, nicht? Also wir begegnen uns immer nur selbst, nicht? Und wenn wir jetzt, egal was wir begegnen, unseren Hund, unsere Katze, unser Haus, unser Auto, unsere Gedanken, das ist eine Begegnung mit uns selbst. Und mit dieser Selbsterkenntnis zum Schluss jetzt fallen alle Probleme von uns weg und alle Ängste fallen von uns weg, nicht? Also macht euch keine Angst über die Idee mit dem Sterben. Das ist auch so, ich habe es auch schon einige Mal erlebt mit dem Tod, wenn man so ganz dann bei sich ist, im Selbst gegründet ist, dann ist man ja auch völlig in der Präsenz, in der Gegenwart, in dem Jetzt-Zustand. Nicht die Gegenwart wird von dieser Transzendenz getragen. Das ist ja eine Zeitform, die Gegenwart. Genauso wie die Vergangenheit und Zukunft, bloß deshalb, weil die Gegenwart ist so ein Zwischenstück zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und dabei, auf der Grundlage der Transzendenz, sind wir gegenwärtig, sind wir in der Präsenz und dann fallen diese Gedanken, Sterben und Leiden und all das aus unserem Kopf weg, obwohl der Körper stirbt. Aber wir sind denn so einverstanden mit dem, so in der Akzeptanz mit dem, dass wir uns keine Sorgen darüber machen. Dass wir einfach im Frieden sind, in dieser Glückseligkeit, in diesem Satchitananda, nicht das reine Bewusstsein, in der reinen Glückseligkeit, dass wir von Natur aus sind. Alles Liebe, alles Gute und Jai Gurudev. Mal kurz hier rumhalten.